Hallo und grüß Gott, ihr Lieben, im nächsten Teil Deponia 4. Wir, im Sinne von ich und Kamerakind, sind wieder da. Wir haben uns jetzt doch vorgenommen, das hier zusammenzuspielen, weil das Spiel fasziniert mein Kamerakind so sehr, dass ich fast schon täglich dazu genötigt werde, es zu spielen. Genötigt. Aber, ja. Nun gut, wir sind hier in dieser Zwischenzeit angekommen, da wo wir uns ja im letzten Teil schon hier mit Roggo unterhalten haben und auch schon das UFO entdeckt haben. Und jetzt schauen wir uns hier mal weiter, um was es hier so alles gibt, denn hier gibt es unzählige Orte, wo wir hin können. Das ist ja Wahnsinn. Fangen wir hier links mal an und gehen dann im Uhrzeigersinn hier rum. Ach, da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitgnäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Nett. Schaut mal hier im Hintergrund, wo permanent Dreck oder Erde aus, keine Ahnung, fällt. Und hier oben, oh, guck mal, ist der nicht süß. Gut, was haben wir denn hier so im Bilde? Ach, da hinten geht's noch weiter. Das ist wahrscheinlich das Farmhaus. Kaputtes Butterfass. Das können wir einfach so mitnehmen, das ist ja cool. Portal. Ich muss nur noch Goal holen, dann geht es diesem unbekannten Zeitschleifenkurbler an den Kragen. Holen wir Goal. Das müsste das Farmhaus sein. Meinst du? Ja, theoretisch. Ja, siehst du? Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter. Zeitreisender. Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Ach. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Erdbeben? Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Oh nein, die Portale sind doch jetzt nicht etwa zu. Ich wusste es. Auch nicht doch. Ja. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg? Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten.
Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Ja. Gut, toll. Jetzt haben wir also doch wieder ein Problem. Mechanical. Und ich muss eins mal sagen, also, die haben ja wieder richtig geile Arbeit gemacht, so was, das Bühnenbild angeht, gerade hier in dem Haus. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Oh. Aha. Sieht das nicht schön aus hier? Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Gol gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Bürste. Ja, kannst die nächsten Sachen einstecken. Ja, Batterieschnabeltier. Wir können tatsächlich alles einsacken. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Der übliche Wahnsinn. Okay, Goal. Auch Goal. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Musst du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Die Portale haben... Na. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch... Der Sven hat mir gesagt, hier gibt's von Monty, also sprich Rufus, auch nochmal ein Highlight. Demnächst, er hat mir auch schon grob die Stelle gesagt, wo er wieder so ein Highlight, wie jetzt letztens mit Ups, die Pannenshow, gebracht hat, nochmal bringt. Ich bin gespannt, was es ist. So, dann ist es ja nicht mehr sehr überraschend, ne? Ja, er hat mich nur darauf hingewiesen, dass zur Farm, oh, guck ja, wo es hier noch überall hingeht. Also ich weiß theoretischerweise, wie die Lösung schon ist. Hä? Du musst bestimmt das UFO bauen. Ne, ja, das UFO ist da ja. Ja, ja, ist aber da ja notgelandet. Noch kein. Ach, herrje. Doch kaputt. Ein Brückenwart. Ausguck. Guckst du weiter? Wag es ja nicht! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat! Hier draußen herrscht Krieg! Und im Krieg gibt es nur Verlierer! Okay. Im Müll wieder rumsuchen. Das ist doch schön. Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelocks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Oha. Heißt das also, wir müssen sowas inszenieren? Was sind das für Tonnen? Ja, 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 ja. Nimm doch mal Kopf. Ausguck. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Der hat auch die ganze Zeit eine Warnweste an. Heda, hu. Lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelock-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelock weit und breit. Nur weil du keine Fuelock siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen.
Gut. Hätten wir das also auch? Und das ist... Elysium Cluster. Naja, schauen wir uns mal den Shop an. Eine Zeitmaschine. Ach du Scheiße. Ach du liebe Zeit. Etnische. Da ist einer auf dem Pott. Ach du Scheiße. Und direkt neben der Küche? Hahaha. Cool. Erdnüsse. Lecker. Du hast Mikey gefressen. Was? Aber... Oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, um es zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Die eine Stimme von ganz rechts, die kommt mir so ein wenig bekannt vor. Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, aber eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Gold. Ja, aber wer ist Gold? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft! Eieiei. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Mhm. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Oben auf dem Regal zwischen den Uhren steht. DeLorean. Ritas Welt. Q-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Nett und liebevoll. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Ja, und das, wie gesagt, bei Rocco, die Zeitmaschine, da denke ich mal, die wird sein. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Sag das doch gleich. Q-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden.
Wir können doch wohl jetzt hier nicht mit jedem uns unterhalten. Oh nein, die Fuelog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie, wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Okay. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo, du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein? Du mir geben Furchtpumpe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ah ja, Klischee bedienen. Was kannst du denn dem Stein geben? Wer braucht denn da so lange? Guck mir erstmal auf den Pott nach. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Das kam wahrscheinlich bist du aus dem Loch raus. Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Ja. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Das war die Ponia 3, wovon der gerade gesprochen hat. Hochinteressant. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Zeitmaschine? Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist... Das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fuelog-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fuelog-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Tun. Aber die Suppe stand doch schon da. Wieso hat er ihm die denn nicht gegeben? Vince, der letzte Gehört Munde. Dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er.
Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardis lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Ob das was mit dem Retarder zu tun hat? So, das war's. Gut, raus. Genug gequatscht. Zeitmaschine. Ja. Abgeschlossen. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Ja. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Gut, dann muss es ja hier dann wohl zum Amt gehen. Oh Gott, ich befürchte, ich habe es gefunden. Oh Gott, guck mal hier unten. Ei, ei, ei. Architekt, Bauarbeiter. Sirene, Bohrloch. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz, ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet: ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuvak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuvak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuvak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Allerdings. Ich muss wirklich dringend nach Kuvak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Wissen wir. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Die scheinen hier ein ernsthaftes Fuelock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Oh je. Fuelock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen.
Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Was? Okay. Da können die lange bohren. Warte mal. Vielleicht? Komisch. Ich sehe gar nichts. Ja, ich wusste es. Der ist nämlich jetzt abgelenkt. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Ja, Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die Abwechslung... Vielleicht hättest du vorher mal mit dem Bauarbeiter reden sollen. Warte. Kaputtes Butterfass. Bürste, eindeutig. Ich sollte meine Sachen lieber noch nicht... Sie sind in... Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Ja, muss wohl. Freunde, wir sind am Ende dieses Teils angekommen. Ich denke mal, das ist der richtige Weg, aber die falsche Umsetzung. Naja, schauen wir mal im nächsten Teil, wie es weitergeht. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu. Macht's gut, bis dann.